Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers from around the globe. From the home of the Ryder Cup in 2021, Whistling Straits, it's live first-round coverage of the season-opening event, the Wisconsin Open. This is going to be a compelling 4 days of golf. A lot of storylines to follow as we move through the weekend and we take a look at the leaderboard here in round one. A number of folks in contention, including our leader. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es, wir sind angekommen bei der Korn Ferry Tour. Unser erstes Turnier führt uns nach Whistling Straits. Und wir gucken mal ganz kurz aufs Leaderboard, denn da sehen wir, dass die Jungs ganz schön was drauf haben. Minus 8, Sammy Young ist hier ganz, ganz vorne mit dabei. Und ihr seht es, da müssen wir uns schon ein bisschen anstrengen, dass wir auf jeden Fall hier unter 70 spielen. Denn Ziel muss es sein, denn mittlerweile sind wir ja, wie gesagt, hier bei den Profis, dass wir an den Turnieren Punkte für die Rangliste uns einheimsen. Und wenn ich richtig weiß, gibt es hier 500 Punkte. Und mit diesen Punkten versuchen wir uns zu qualifizieren dann fürs Tourfinale. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Turniere. So genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Müssen wir später mal nachsehen. Aber wie gesagt, wir sind hier in Whistling Straits. Und wie der Kollege schon gesagt hatte, 2021 war hier der Ryder Cup und da hat Europa als Titelverteidiger ja haushoch verloren. Ich glaube mit, ich überlege, 19-9. Also das war schon sehr, sehr deutlich und die Amerikaner kommen ja jetzt dieses Jahr im September nach Rom und dann versucht Europa wieder den Ryder Cup nach Europa eben zu holen. Ja, Whistling Straits, dazu gibt es noch später ein bisschen mehr zu erzählen, aber nichtsdestoweniger wollen wir jetzt mal hier langsam loslegen, hier auf der Korn Ferry Tour, unsere erste Profitour sozusagen. Und Freunde, wir schauen uns das Ganze an. Ja, ihr seht es, das ist eher so, ja, ein Linksdünenkurs mit vielen Schräglagen, so gut wie keine Bäume, aber sehr, sehr viele Bunker natürlich. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, was den Wind angeht, denn der Wind kommt hier auf jeden Fall deutlich ins Spiel. 9 Miles per Hour und das ist ordentlich und springt sogar auf 10 und das heißt, wir haben hier ziemlich einen Rückenwind. Und da sollte man eigentlich den Ball wirklich da oben in den Hang reinspielen. Wir können mal versuchen, ob wir da drüber kommen. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, wir müssen den eigentlich gegen den Hang, weil sonst rennt er uns runter. Das ist so ein bisschen das Thema. Deswegen werden wir versuchen, dass er wirklich da oben lang rennt mit dem Fade. So, ich freue mich jetzt schon auf diese Tour. Erste Runde Korn Ferry Tour hier bei uns auf Whistling Straits und ich wünsche uns ein schönes Spiel. Oh, da geht, glaube ich, doch deutlich nach rechts. Ah, nee, das sollte passen. Sehr gut. And there's a good start, that one in the fairway here to get the tournament rolling. Jo, wunderbar. Okay. What an exciting time our featured golfer beginning the professional journey, the Korn Ferry Tour. It's a good time to bring in our friend Nota Begay III, 4 times a winner on the PGA Tour, and he cut his teeth on this very circuit. Nota, what do you remember about that time? And I have a sneaking suspicion one round in particular is going to pop into your mind. Well, Rich, it's a great memory for me. Shot the first 59 in the history of the Korn Ferry Tour, which is a huge positive memory in my mind. And what it did tell me in terms of my career and what it meant moving forward was the fact that you have to go out and you have to be aggressive. You have to make birdies and you have to shoot low scores. There's no laying up on the Korn Ferry Tour if you want to take that next big step to the big show. From 4 feet for birdie. So, und da haben wir doch tatsächlich gleich an der ersten Bahn haben wir eine Birdie-Chance. Und das ist auch eine sehr reale Birdie-Chance eigentlich, würde ich sagen. Es geht ein bisschen bergab.
So, aber groß jetzt einen Break haben wir eigentlich nicht, also sollten wir den doch verwandeln können. Sehr gut. Yeah, that's a good putt. It's a 30 here at one. And he's very quickly to one under par. So, 23. sind wir mit 1 unter Par. Bold is beautiful and this second hole is certainly bold. That it is. Bold, and if you can hit a long one down the left side, that'll open up a good view to this green, but believe me, if you miss left or right, well, you're going to find the sand. Ja, hier muss man auf jeden Fall aufpassen. Ihr seht es, diese vielen, vielen kleinen Bunker hier auf der linken Seite und hinter dem Grün. Also da werden wir vermutlich heute schon noch den einen oder anderen Schlag haben aus dem Sand. So, auch hier gilt es, möglichst weit rechts oben das Fairway zu treffen, weil der Ball mit Sicherheit dann runterrollt. Und schön wäre natürlich dann Mitte Fairway. Und es hat ja einen Grund, warum hier dieser Bunker, diese Bunkerlandschaft hier existiert. So, der Wind wird ihn auf jeden Fall wieder ein bisschen rüber treiben, aber wir versuchen es so. Auch ein bisschen hier die Schwungebene verhunzt, man sieht es rechts. Aber es passt. Hier unten ist es flach, da bleibt der Ball liegen. So, 306 Yards, das ist ordentlich. Für unsere Verhältnisse auf jeden Fall. And you really could not have placed this ball any better. Down the left half of this fairway, opening up that green beautifully to give this a crack in two. So, jetzt ist natürlich genau der Punkt. Wenn wir hier mit dem Holz schlagen, können wir natürlich versuchen oder hoffen, dass der dann hier da reinrollt. Wo er auf keinen Fall reinrollen darf, ist eigentlich hier. Also das ist eine ganz üble Stelle und ich muss da jetzt auch gerade gucken. Ja, das sieht man gar nicht. Ein Blick. Ja, ist ein kleiner Bunker, ist ein kleiner Bunker. Also das ist schon ein fieses Teil. Und da muss man jetzt genau überlegen, ob man den einfach hier deutlich vor dem Bunker ablegt. Oder ob man den wirklich versucht, hier reinzuspielen mit dem Holz, dass er dann wirklich ein bisschen einen Kick kriegt und dann noch vielleicht aufs Grün rollt. Ja, wir sehen es, dass doch der Wind wieder ganz schön was macht und es geht auch ganz schön bergauf. Auf der anderen Seite hatten wir keine Einspielrunde und wir müssen ein bisschen üben. Wir werden es versuchen, noch ein bisschen weiter oben anspielen und ich hoffe, dass das dann so passt. Ja, doch, der müsste doch passen. Okay. Naja, bis aufs Grün wird er nicht rollen. Aber den können wir sehr gut von hier aus pitchen. I'm not sure he got every bit of that three wood trying to get home to this par 5 in 2, but still in the ball game for birdie. So, wir sehen wieder, dass das Grün unheimlich nach links abfällt. Das heißt, wenn wir hier 42 36. Sonst ist es eben, aber es fällt unheimlich nach links, was dann eben bedeutet, dass er dann nach links springt. Viel zu lang darf er auch nicht werden. Ja, dann gehen wir mal hier auf diesen Wert. Aber ich will ihn auf jeden Fall weiter oben haben. Ja, vielleicht doch noch ein bisschen kürzer. Lieber zu kurz als zu lang. Ja, okay, die Länge war gut. Die Länge war gut und eventuell könnte das auch eine Birdie-Chance sein. It's about a 60% make percentage from here. This for birdie. Aha. Es geht wieder ein bisschen bergauf und von links nach rechts. Und im Prinzip müsste doch eigentlich die linke Lochkante reichen. So wild ist das gar nicht. Sehr schön. Can't ask for a better start to a round than this. It is back-to-back birdies at 1 and 2. Now the stunning 188-yard par 3 third here at Whistling Straits. Yeah, the green angles to left. You have to be careful because it's well protected by those huge bunkers and dunes on the left. Ja, ein schönes Par 3, aber auch wirklich schwer zu spielen.
besonders bei Wind 11. Wir sehen es, es hat ganz schön Wind. Es geht 22 Fuß bergab. Wenn der Ball hier in den Hang kommt, dann wird er auch runterspringen. Eisen 7. Eisen 7, Eisen 8. Eisen 8, es geht ja bergab. Eisen 8, bergab. Okay. Und er muss schnell zum Liegen kommen. Ja. Das ist schon ganz schön, ein ganz schöner Wind. Okay. Ja, ja, wir müssen eigentlich versuchen, den mit einem Fade ein bisschen in den Hang reinzuspielen. Ja. Okay, that one's dancing. Damit auch können wir zufrieden sein. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht auch fast so aus, als wenn wir genau die Stelle getroffen haben, wo es eben ist, weil von rechts kommen die Streifen, von links kommen die Streifen, aber hier unten ist es relativ eben. So sieht es zumindest aus. Vielleicht ein kleines bisschen über links. Vielleicht ein kleines bisschen über links. So, jetzt muss ich dazu auch natürlich gestehen, wenn wir am Abschlag sind. So off the par 3 third, now a beefy par 4, Frank. And it's called Glory. Now make 4 here, give yourself a self 5. Up next, the hardest hole on the course, the intimidating 494-yard par 4 fourth. Many players avoid the mounting on the right side of the fairway, only to bounce their tee shots left toward the bunkers and dunes that fall off toward Lake Michigan. Jo, jetzt müssen wir mal ganz kurz reinschauen. Nein, das kann man hier nicht sehen, aber ich habe mir ein paar Specs gegönnt. Natürlich durch den Sieg bei der Qualifying School haben wir für die Hybrids Balance Specs bekommen. Das heißt also, ich glaube, wir sind da jetzt beim Wert 45 anstatt 30. Und dann hatte ich genügend Points zusammen, um mir die Eisen von die Eisen-Specs von Matsuyama zu gönnen. Und ich glaube, die Fachleute unter euch wissen, das ist ein richtig gutes Spec. Auf jeden Fall, was Control und Accuracy angeht, hat man da richtig gute Werte. Und da bin ich mal gespannt. Bis jetzt haben wir die Grüns richtig gut getroffen. Das scheint sich wirklich bezahlt gemacht zu haben. Aber ist natürlich auch klar, wir müssen uns auch ein bisschen pimpen. Die Konkurrenz ist groß. Und die minus 8 am Anfang hat mich natürlich jetzt erstmal schon ein bisschen beeindruckt. Aber wir sind jetzt an der 4 und haben auch schon minus 3. Also lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze hier läuft. Wir haben ein paar 4 jetzt vor uns mit 510 Yards. Das ist ordentlich, aber wir müssen auch sehen, dass es hier den Berg runter geht. Und das hat einen Grund, warum es natürlich hier vorne diese große Auslaufzone hat. 275 Yards haben wir hier. Das heißt, das sind dann nochmal knapp 220 Yards. Es ist ein Par 4. Wir gehen mal davon aus, dass der Ball da natürlich runterrollen soll auf die 200. Wir schauen uns das Ganze mal hier im Birdiebuch an und wir sehen natürlich diese Fläche. 342 Yards, 359 ist es dann da ganz da unten. Und da hat es natürlich dann keine Bunker mehr, aber da müsste es dann flach werden. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube gar nicht, dass wir bis dorthin kommen mit dem Driver. Da müssten wir schon um einiges weiter sein. Ich glaube, da müssten wir schon um einiges weiter sein. Wir werden den auch wieder ein kleines bisschen reindrücken, damit er nicht darunter rollt. So. Ja, er springt. I'll tell you, this is shaping up to be some kind of round. Birdies at 1, 2 and 3. And another good tee shot here at the fourth. Yo, also der Tee Shot war auf jeden Second Fall gut. Shot straight ahead and we go to Iona Stephen.
And the force here at Whistling Straits is challenging enough. You just have to find the fairway. And that's what we've done here. So, still a chance of making a par or better. Ja, wir sehen, da hinten dran ist nicht viel Luft. Da geht es dann gleich einen Hang runter. Da ist der Bunker und ja, da ist halt das Rough. Und ich will es so formulieren. Hier macht es im Moment Sinn, zu schauen, dass wir einfach aufs Grün kommen. Es geht ein bisschen runter, wenn wir über rechts gehen. Naja, das Thema ist halt natürlich, das Vierer werden wir kaum zum Liegen bringen. Das wird definitiv ein bisschen ausrollen. Und wenn das hier in den Hang reinfliegt, kriegt das auch noch einen Kick. Also mir wäre es lieber, er liegt irgendwo hier oben drin und dann pitchen wir den dahin. Aber auch der Pitch wird nicht ganz easy, weil wir keine, ja, zum Auslauf haben. Eisen 4, richtig reinfaden, damit er dann rechts hochläuft im Zweifel und dann da oben liegen bleibt. So sehe ich das. Aber es ist natürlich halt echt der Wind. Der Wind drückt ihn natürlich halt raus. Okay, wir werden ihn auch hoch anspielen. Okay, lieber ein bisschen mehr rechts. Okay, ja. Das ist erstmal nicht verkehrt, wenn er jetzt mal ein bisschen liegen bleiben würde. Okay, first cut. Damit können wir leben. So, ein Chip. Er möchte chippen. Was macht denn das Texas Wedge? 98 bis... Okay. Das geht sogar ein bisschen bergab, ne? 98. Ja, mit dem Chip fühle ich mich nicht ganz so wohl. Und lieber ein bisschen kürzer. Ja, okay. Ja, doch ein bisschen mehr. Und durchziehen. Okay. Oh ja, rollt doch noch ordentlich. Aber das müsste eigentlich ein guter Rückpad werden. Ja. Der Rückpad sollte uns eigentlich vor keine Schwierigkeiten stellen. Bisschen über links. That's in. It is a good par here at number 4. And he'll stay at minus 3. Ja, wir sind bereits in den Top 10. Well, here we are at the 603-yard par 5 fifth. This is the hole that Bryson DeChambeau made famous at the Ryder Cup with that 417-yard drive. Bryson DeChambeau with a flip wedge in. That was a game changer for Bryson. Maybe it can be for you too. Ja, daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Das war dieser Abschlag, wo er also wirklich hier direkt praktisch in Anführungszeichen Richtung Fahne geschlagen hat und hat tatsächlich das Fairway getroffen. Und das ist natürlich so ein Punkt, was eigentlich keiner sonst geschafft hat. Also wie gesagt, es war ein mega Abschlag. Aber da muss man wirklich auch, also da muss man schon wirklich Kochonos haben, um sowas zu machen. Denn wir sehen es ja hier in der Übersicht. Und ich glaube, der hat hier Richtung 411 geschlagen. Also wirklich hier direkt übers Wasser, über die Bunker. Und da darf der Ball eben auch nicht zu weit sein und er darf auch nicht zu kurz sein, sonst hat man Trouble. Und er schlägt dann tatsächlich hier aufs Fairway und spielt, meines Wissens hat er da tatsächlich das Eagle gespielt. Also verrückt, absolut verrückt. Wir spielen jetzt hier klassisch einfach hier hoch Richtung die 250, spielen dann das Dogleg rechts runter hier und dann gucken wir, dass wir mit dem dritten aufs Grün kommen. So, der Wind treibt den einfach wieder nach links und wir müssen jetzt ein bisschen schauen. Stopp, zack. So, und dann hoch. Ja, okay. Ja, ist ein wenig schwierig zu sehen, aber so müsste es eigentlich passen. Ja, ist ein bisschen weit links. And that will do just fine. Okay.
Ja, 310 Yards bis zum Loch ist natürlich direkt der gerade Weg. Better than 300 yards out, a second to the par 5. So, er will Holz. Ein Holz ist eigentlich kein Problem. Das können wir gut spielen. Ja. Okay, dann müsste er eigentlich dahin fliegen. Der Wind ist ja extrem. Der muss eigentlich da lang fliegen. Oh, da habe ich ein bisschen früh abgebrochen, den Rückschwung. Und 222 Yards Carry sind 258. Und wir haben noch 75 Yards bis zum Hole, bis zum Loch. Ja, und das ist eben ein Wedge, ein 60er. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, denn das 60er wird natürlich viel, viel Spin generieren. Der Wind ist von da. Ja, der will natürlich dahin. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Spin generieren wird. Ja, ein bisschen hintern Stock auf jeden Fall. Ein bisschen hintern Stock. So. Ah ja, okay. Oh ja, ist ein wenig arg kurz. Ist ein bisschen arg kurz, aber hat doch ganz schön gespinnt. Okay, on the putting surface, but work to do from there. We welcome in Iona Steven. This, a putt for birdie. Yeah, I don't see a whole lot of break in this overall. Distance very important. It might be one of those putts. Hit it firm, you take the breakout altogether. So, es geht vorne ein bisschen berghoch, also müssen wir etwas länger sein. Das Ganze breakt von links nach rechts am Anfang. Und vorne haben wir ein bisschen Gegenbewegung, aber nicht viel. So, auch hier gilt es eigentlich, an den Stock zu kommen und das sichere Paar zu spielen. Keinen Schlagverlust hinzunehmen. Ja, aber ich will dann lieber ein bisschen kürzer bleiben, weil ich glaube, hinten dran geht es runter. Ja, aber es müsste eigentlich jetzt am Anfang erstmal viel, viel. Ja, okay. Oh, wow, that is some kind of putt. Perfect speed, perfect line. It's in for a birdie. Naja, das nehmen wir gerne mit. Das war ein Bonus, würde ich sagen. Hole 6 and another scenic view off the tee. It's a 409-yard par 4. Yeah, the hole is well bunkered around the 300-yard mark. Ideally, you want to have that tee shot just short of that. Then it's not too hard a second shot. Ja, auch diese Bahn ist sehr, sehr bekannt. Hier versuchen natürlich die Longhitter tatsächlich das Grün anzugreifen, wobei man sagen muss, wenn die Fahne rechts steckt wie jetzt, dann ist es eigentlich unsinnig, sondern die versuchen natürlich hier über die linke Seite zu gehen und dass der Ball dann da ins Grün rollt. Für uns ist das eigentlich uninteressant. 397, 275, dann haben wir nochmal 115, 120, 130 Yards. Das ist ein Eisen 9, ein Wedge. Also müssen wir da eigentlich nicht so viel Gas geben, aber es geht auch meines Wissens ein bisschen bergauf. Okay, auch hier der Wind wieder. Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen, weil er wird natürlich den Hang runterrollen und wir wollen nicht, dass er in den Bunker rollt. Das hat ja einen Grund, warum der so eine hohe Kante hat. Weil wenn man dann natürlich im Bunker liegt und da, wo jetzt die Fahne steckt, da kommen wir dann nicht hin. Oder sagen wir mal schwer. Ja, okay, wir gehen lieber mal hier rüber und dann müsste er frühzeitig ja rüber springen. Okay. Ja, da wird er in diese kleine... Nee, noch nicht mal. Da schafft es noch nicht mal bis in diese Senke. 112 Yards, das ist okay. Damit müssten wir jetzt einen ordentlichen Annehmungsschlag machen. And it's a short hole, the sixth here at Whistling Straits, the shortest on the front nine, in fact. To get to this back portion of the green, you have to carry plenty of trouble, but be particularly aware of that deep pot bunker that's nestled in the gremlin's ear. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Der Wind, das Ganze ist etwas tiefer und er wird spinnen. Bei Approach spinnt er mehr, als würde ich auf Finesse gehen.
Da will er dann auch einen 50er spielen. Ich würde den gerne einfach nur zum Liegen bringen. Wenn es niedriger ist, fliegt er eigentlich weiter. Okay. Ja, der Wind ist ordentlich. Der Wind ist ordentlich. Ein bisschen höher anspielen. Okay, was macht er? Wird er spinnen oder wird er liegen bleiben? Er bleibt liegen. Sehr gut. Good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. Look here at birdie. There's really not a lot to this one. Slight break from right to left, also slightly down the hill. Fancy his chances. So, auf jeden Fall am Anfang geht er bergab, beziehungsweise in der Mitte hat er dann ein bisschen einen Weg und unten rollt er dann aus. Wir machen aber trotzdem etwas kürzer. So. Ja, doch, das Break ist bemerkbar. Wir machen noch mal ein bisschen kürzer. Am Anfang haben wir kein Break. Das ist gut. Und wenn er rechts vom Stock liegen bleibt, haben wir eigentlich auch wenig Break. Got it there, but not quite on target. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, weil das müsste jetzt ein einfacher Putt sein. Safely in for par here at the sixth, and he'll remain at 4 under. Frank, there's a good reason they call this seventh hole shipwreck. It's 221 yards long, and there is plenty of trouble to the right. Yeah, water, rocks, bunkers, all sorts of things. But really, when you look at the hole another way, it shapes up for a left-to-right shot. So, das sind natürlich schon echt spannende Par 3s. Sehr spannende Par 3s. Naja, gut, also mit dem Hybrid wollen wir da nicht reinschlagen. Das geht ein bisschen runter. Das 5er wird zu kurz sein. Das Eisen 4 haben wir vorhin eigentlich gut zum Liegen gebracht. Und es geht ja ein bisschen runter. Dann schauen wir nochmal, was der Wind macht. Ja, ja, das ist... Wir wollen auf keinen Fall, dass der da irgendwie runterrollt. Das ganze Grün fällt ja auch nach rechts. Das heißt, der kriegt dann eh einen kleinen Kick. Aber der wird auch nicht hier am Rand landen. So. Ein bisschen berghoch. Ein bisschen Draw. Oh ja, okay. Und jetzt wird er ein bisschen nach rechts springen, oder nicht? Ja, rollt nach rechts. Alles klar. Gut, 21 Fuß. And sometimes solid throughout the round will win the day. So. Let's bring in Notabegay the third for a look at birdie. All you have to do is start this online and let the slope do its thing. I don't see a lot of movement in it. Ja, das Problem ist eher der Bergabputt, der ordentlich ist. Weniger das hier. Drei Kästchen, ich mache sogar vier. So. Ja, und ich gehe noch ein bisschen weiter rechts, weil er wird auf jeden Fall, wenn er langsam wird, wird er ja beschleunigen nach links. Okay. Perfect there, down the slope. It's in for a birdie. And he moves to 5 under now, 3 back of our leader.
Onward to the 506-yard par 4 8 with over 100 bunkers. The 8th testing every golfer's nerves. Imperative to favor the left side to avoid a severe drop-off to Lake Michigan and dunes and bunkers on the right. Ja, man sieht es, überall sind hier Bunker, eher kleinere Bunker. Also enorm. So, ein paar 4. 496 Yards, das ist wieder ordentlich. Aber es geht natürlich, nee, es geht sogar berghoch. Interessant. 275 Yards wäre hier die Landezone. 496, da sind dann also nochmal 130, 140 Yards. Das ist eigentlich machbar. Wobei man natürlich da auch wieder Carry spielen muss. Man sieht's, da ist ja dann, ja, da darf man auf keinen Fall zu kurz sein. Okay, wir werden hier wieder relativ weit. Ah, das ist ja interessant. Ah ja, okay. Okay, so. Okay. Naja, gut, es geht berghoch. Das heißt, er wird definitiv etwas kürzer sein. Wir schauen nochmal. Ja, er müsste dann da runterrollen. Das müsste eigentlich so passen. Ja, startet mir ein bisschen zu weit links. Aber das ist, glaube ich, okay. Ja, 250 waren nur Carry. Das ist nicht viel. Aber der rollt dann hier in die Senke und liegt jetzt bei 289. Oh ja, doch, 218 noch bis zum Loch. Habe ich mich da jetzt echt verrechnet? A right breeze. Something to consider here as he eyes this second shot. 218? Boah. Okay, es geht bergab. Wir werden natürlich nicht mit dem Hybrid schlagen. Eisen 5. Bergab. Ja, ja, das ist wieder die Windgeschichte hier. Die wird sich bös bemerkbar machen. Ja, und wir werden den auf jeden Fall drohen müssen. Es hilft nichts. Wir müssen gegen den Wind arbeiten. Und wir werden hoch anspielen. Okay, der bleibt rechts vom Stock. Bleibt er auch liegen. Ja, da geht es ein bisschen hoch. Ich hoffe, dass er liegen bleibt. Okay, das ist Fringe. Ja, das ist Fringe. Das ist okay. Frank. Yeah, just not enough spin on that. Really, I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward. 16. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Es geht hoch. 16. Dann machen wir 14. 16, 14. 12. Ja, machen wir 12. Naja, gut, so viel berghoch geht's nicht. 12. Wir würden aber dann berghoch hatten. 11. Gut, das Ganze springt wieder eher nach links, wenn er aufkommt. Gut. Okay, ein kleines bisschen höher anspielen. Okay. Das ist gut. So, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Es geht ein bisschen bergab. Das heißt, da müssen wir eigentlich nichts machen. Linke Lochkante. Okay, back in for par here at the 8th. And he'll stay at 500. Well, this hole you have to be airtight, as they say, T2 green. And why do we say that? Because if you look ahead, about 100 yards short of the green, there's an enormous tree which could block your approach. So positioning off the tee is critical so that you have the right angle to this ninth hole as we close out the front side. So, da hinten sieht man die 18. Und so eine Bahn ist auch mal ein bisschen gefährlich, weil wenn wir später hier im Fairway sind und links und rechts geht's hoch, dann spürt man natürlich den Wind nicht so. Und wenn der Ball dann steigt, dann wird er oben halt vom Wind genommen. Also wie gesagt, da muss man auch ein bisschen aufpassen und auf die Bäume achten, wie sich der Wind wirklich jetzt hier darstellt. Ein interessantes Par 4 auf jeden Fall hier zum Abschluss der Front 9. So. Tja. Wir haben Gegenwind, 275.
Deswegen werden wir den auch flach spielen. So, Herr Kollege. Enttäusch mich nicht. Ja, der bleibt links. Das gefällt mir nicht so. Warum bleibt der links? Aber er wird durch... Ja, genau. Er springt ein bisschen nach rechts, somit passt es wieder. And that is yet another solid drive. So, die letzte Annäherung. And it is a tough par 4 to finish this front nine. Being in this section of the fairway has opened up the green nicely, but beware of 7 mile creek that snakes its way down the right-hand side. The right-hand side. Jo. Ja, wir haben Gegenwind und auf der anderen Seite geht's bergab. Okay. Wir wollen nicht im Bunker landen, sondern Mitte grün. Ein bisschen höher anspielen, dann dürfte das sich ja hoffentlich so ein bisschen ausgleichen, oder? Bergab. Aber auch Gegenwind. So. Er geht hoffentlich zum Stock. Ja, bleibt vorne liegen. Okay. Schade. That is always so disappointing from that kind of a spot when you come up short. Yeah, you're licking your chops over that one. A shot you think you could hit directly at the flag. Now, test for the short game. So, der Chip ist jetzt unerlässlich. Okay. So, was haben wir denn? Wedge, ein 90er, ein 60er. Boah, da müsste jetzt einiges rollen. Naja, Texas Wedge 100. Das ist die Frage. Keine Ahnung, wie der jetzt hier durchläuft. Ob das fast, also ob das so kurz gemäht ist, dass es fast wie Dingens ist. Auf der anderen Seite geht es halt 12 nach oben. 12 nach oben. Naja, das Thema ist halt mit dem Wedge, mit dem Texas Wedge. Ja, wir sehen aber jetzt auch nicht so richtig. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen das Problem, weil eigentlich muss man in die andere Richtung gucken. Ob hier die... Ob das nach rechts breakt. Aber eigentlich sieht es nicht so aus, ne? Also, das Vorgrün. Ich rede jetzt natürlich vom Vorgrün. So. Es sieht nicht so aus. Also wenn wir hier ein bisschen links bleiben, dann müsste das eigentlich passen, dass er uns nicht rechts abhaut. Es geht natürlich schon gewaltig nach oben. Einen Fuß. 29. 38. Ja, ich würde mich aber jetzt mit dem Texas Wedge etwas wohler fühlen. Das war jetzt übelst. Das war jetzt übelst. Da hat er doch ganz schön gebremst. Schade, schade, schade. So, aber von hier aus müsste es auf jeden Fall mit dem Texas Wedge funktionieren. So. Die Lochkante. Schade. Ein Tickchen mehr. So, okay. Dann haben wir doch zum Schluss noch unser Bogey kassiert. Also ich hoffe, dass es nur ein Bogey wird. So. Nee, stopp. Das geht ein bisschen runter. Sehr schön. So, wir sind an fünfter Position. Starting off the backside with the 391-yard par 4 10. Best to try and hug the left side of the fairway. You have to avoid the deep bunker on the right, which demands a 240-yard carry.
Ja, auch das ist eine interessante Bahn. Auf jeden Fall auch das Grün und hier die Fahne links, das macht es nicht einfach. Aber wie wir diese Bahn spielen, das werden wir dann im nächsten Video sehen, denn das soll es für heute gewesen sein. Das waren unsere Front 9 in Whistling Straits. Und wir schauen nochmal ganz kurz aufs Leaderboard, denn habe ich da nicht gesehen? Nee, die Jungs kenne ich nicht. Kyle Gordon sagt mir ein bisschen was, aber der Rest ist mir so nicht bekannt. Nichtsdestoweniger geteilter Fünfter im Moment mit 4 unter Par. Die Führung hat Sammy Young mit 8 unter Par und Kyle Gordon minus 6. Also man sieht, man kann auf dem Platz wirklich niedrig scoren und das wollen wir dann auch versuchen, denn wir haben ja richtig einen fulminanten Start hingelegt mit 3 Birdies gleich zu Beginn. Das hat schon ganz schön, ich sage mal, inspiriert und das Bogey jetzt hier am Schluss, ja klar, da war einfach dann das Texas Wedge doch zu, ja, die falsche Wahl im Prinzip, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch die Back 9 an, die wir dann spielen werden. Hier, erste Runde Korn Ferry Tour Whistling Straits. Ich freue mich auf euch und sage oder wünsche euch wie immer an dieser Stelle ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.